Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen mal wieder zu einer super süßen Musteranleitung. Ein bisschen Granny-Style gemischt mit Lochmuster diesmal. Wir haben die Stäbchen als Dreierpäckchen natürlich dabei. Wir haben hier super schöne große Öffnungen. Ich habe das Ganze wieder in der schönen Farbverlaufswolle gehäkelt. Die stelle ich euch natürlich gleich nochmal genauer vor mit der 6er-Nadel. Super einfach, richtig schönes, einfaches Sommermuster. Wie es genau geht, zeige ich euch natürlich jetzt. Ganz, ganz viel Spaß dabei. So ihr Lieben, ich zeige euch dieses süße Muster mit dem Riveted-Nyan hier. Habe ich bei Action gekauft vor ein paar Wochen. 60% Acryl, 40% Polyester, 150 Gramm auf 240 Meter. Eigentlich für 4,5er Nadeln. Ich häkel das Ganze gerne ein bisschen größer mit meiner 6er Nadel. Und mit der geht es jetzt tatsächlich auch schon los. Wir haben hier so einen Farbverlaufsgarn, eben einen Regenbogenverlauf, aber tatsächlich ohne Gelb. Wir haben hier einen Übergang von Grün zu Orange drin und ich bin gerade hier bei diesem lila Ton das Ganze immer umwickelt mit Weiß. So, ich starte mit einem Vielfachen von 5 für meine Basis. Das werden bei mir 15 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dann nehme ich noch insgesamt 4 weitere Maschen für den Rand dabei. 1, 2, 3, 4. Also ihr könnt das Ganze verlängern, ihr könnt es verkürzen, eben immer um 5. Aber die 4 Maschen für den Rand kommen halt immer noch mal zusätzlich dazu. Dann lasse ich die ersten 5 Maschen auch tatsächlich schon wieder aus. 3 für die Höhe, 2 für den Abstand und fange dann an, Stäbchen zu häkeln. Dafür steche ich ein, nehme vorher einen Umschlag, durch 2 durch und nochmal durch 2 durch und das Ganze nochmal. Insgesamt häkle ich jetzt in die eine Masche hier 3 Stäbchen hinein. Die habe ich jetzt gehäkelt. 3 Stäbchen sind hier. Dann hole ich erstmal ein bisschen Wolle nach. Ihr seht, der Faden wird schon deutlich dunkler, also ein sehr schöner Farbverlauf drin. Dann nehme ich 2 Luftmaschen und häkle ein weiteres Stäbchen hier unten in die gleiche Einstichstelle. Dann lasse ich insgesamt 4 Maschen hier unten aus. 1, 2, 3, 4. Und da seht ihr auch, warum ich eine 5er-Struktur habe. Es wird immer in jede 5. Masche tatsächlich gehäkelt. Und häkel wieder genau das, was ich gerade auch gehäkelt habe. 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein weiteres Stäbchen. Also so eine 3, 2, 1-Struktur. Und dann lasse ich wieder 4 Luftmaschen aus. Dann kann sich das auch gut merken, 4 auslassen. Und dann wird das wieder gehäkelt. 3 Stäbchen. Ups. So, 3 Stäbchen. 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. 3, dann 2. Und dann das Stäbchen. Und dann habe ich noch 3 Maschen übrig. 2 davon lasse ich aus und in die letzte davon häkle ich nochmal ein Stäbchen. Und das habe ich dann auf der 5er-Basis gehäkelt. Hier immer 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 1 Stäbchen, 4 Luftmaschen auslassen und das Ganze wiederholen. Und hier außen eben insgesamt 5 Maschen ausgelassen. Hier eben die 3 für die Höhe, 2 für den Abstand und das entsprechend auf der anderen Seite auch. Hier auch 2 für den Abstand, 1, ein Stäbchen dann entspricht 3 Luftmaschen für die Höhe. Und dann geht es weiter mit der nächsten Reihe. Ich starte mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Das Ganze einmal drehen. Und jetzt häkle ich immer um diese beiden Luftmaschen herum, die ich gelassen habe. Super simpel. Und häkel dort genau das, was ich eben immer in eine Luftmasche hineingehäkelt habe. 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein weiteres Stäbchen. Die 2 Luftmaschen sind natürlich immer schon der Abstand bzw. der Raum, den ich dann lasse.
um in der nächsten Reihe herumzuhäkeln. Also das habe ich jetzt hier gehäkelt. Ihr seht, das ist dann immer so versetzt. Hier habe ich das Päckchen liegen, hier das einzelne Stäbchen und hier dann genau immer einmal gespiegelt. Hier das Päckchen, diesmal auf der rechten Seite und hier links dann das Stäbchen. Das wechselt pro Reihe dann immer, weil man die Arbeit hier immer dreht. Hier geht es dann weiter. Stäbchen, Stäbchen, drittes Stäbchen, 1, 2 Luftmaschen und ein einzelnes Stäbchen. Hier geht es dann weiter herum. Stäbchen, 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 Luftmasche, Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Hier wieder 1, 2, 3 Einstichstellen für die nächste Reihe. Man sieht jetzt auch wirklich schon sehr, sehr schön eben die Farbänderung. Und es kommt jetzt her noch ein weiteres Stäbchen für den Rand hier um die Luftmaschenkette herum. Und ich bin dann auch mit dieser Reihe fertig. Ich zeige euch die nächste Reihe auch noch einmal. Dafür starte ich wieder mit 3 Luftmaschen. Hole mir ein bisschen Faden nach und häkel dann hier wieder um die 2 Luftmaschen herum. Und zwar starte ich mit 3 Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und ein weiteres Stäbchen und hier dann wieder Stäbchen, 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 Luftmasche, Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Seht ihr hier, habe ich jetzt wieder genau auf der Seite, wie ich es in der ersten Reihe hatte. Und weiter geht's hier. Stäbchen, 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 Luftmasche, Luftmasche und nochmal ein weiteres Stäbchen. Dann kommt hier noch das Randstäbchen um die Luftmaschenkette herum und ich bin auch mit dieser Reihe fertig. Ihr seht jetzt wirklich ein sehr schönes Lochmuster, eben sehr ebenmäßig. Wir haben hier immer diesen Wechsel drin und trotzdem überhaupt nicht langweilig. Die Farben kommen hier dann auch nochmal schön zur Geltung. Ich mag das immer sehr gerne, wenn es eben so ein bisschen durch die Reihen sich durchzieht mit den Farbwechseln. Ich werde es jetzt nochmal ein bisschen weiter häkeln und euch dann gleich nochmal ein Update geben, wie es dann nochmal, ich sag mal so mit 3, 4 weiteren Reihen aussieht. Und hier habe ich jetzt das Update für euch. Ihr seht, wie sich das Ganze wirklich super schön ebenmäßig entwickelt. Man hat hier immer so diese kleine Abwechslung drin, schlängelt sich hier so hoch, wo eben die Dreierpäckchen liegen, wo das einzelne Stäbchen liegt. Man hat eben diese schönen Öffnungen drin, das Ganze eben ganz luftig leicht. Und ich hoffe natürlich, euch hat die Anleitung wieder gefallen und Spaß gemacht. Wirklich eine schöne Sommeranleitung, ein schönes Sommerlochmuster. Wenn es euch gefallen und Spaß gemacht hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.